Freunde der Krabbe, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Freunde der Krabbe, als ob ich Freunde hätte. Wir sind wieder zurück. Ich habe übrigens nachgeguckt. Das letzte Mal, als wir wirklich dieses Projekt 1:1 original gemacht haben, habe ich, also quasi das Deutsche Reich alleine auf Elite. War mit der Expert AI-Mod, muss ich dazu sagen, trotz allem, war noch ein bisschen schwerer. Hat jedoch trotz allem, also ein bisschen schwerer, weil die KI ein bisschen besser war, aber auch nicht so wirklich. Trotz allem, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben bis ins Jahr 1950 gebraucht. Das möchte ich dieses Mal auf jeden Fall unterbinden. Und dafür werden wir auch unter anderem schon relativ schnell versuchen, in Großbritannien unter anderem auch zu landen, dass wir die Briten möglichst schnell aus diesem Krieg rausbekommen. Dafür gründen wir die Armee Großbritannien. Kurzurlaub in Britannien. Das andere nennen wir Europa ist unser. Mit Ausrufezeichen dahinter. So, natürlich gibt es noch einen Feldmarschall, keine Bange. Organisator ist noch okay. Ach, da nehmen wir den Scharmützler, wenn wir schon nichts anderes bekommen. So, dann dein Job. Das ist ganz praktisch, dass wir das hier erobert haben. Wir können dann nämlich schon mal hier landen. Das ist nur eine einzige Seeregion, die wir da abdecken müssen. Wir haben aktuell nur leider ein 10er Limit, das ist ein bisschen blöde. Gucken, dass wir das noch hinkriegen. An sich ist ganz praktisch, die Briten immer relativ gerne auch mit vielen Auseinandersetzungen in vielen verschiedenen Regionen. Das heißt, die sind überall am Gammeln und vor allem, wenn die jetzt faschistisch werden, dürfte das für uns nochmal ein paar Vorteile haben, weil sie nicht ganz so stark sind. Das einzige Problem ist nur, das müssen wir uns auch bewusst sein, trotz allem. Und zwar, dass die Briten nicht mehr ihre ganzen Kolonien verteidigen müssen. Das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Na gut, wir schauen jetzt erstmal kurz noch nach Spanien, gucken, ob wir ihnen ein bisschen helfen können. Bisschen Armeeerfahrung gammeln, Attaché entsenden, geht ja gerade nicht. 1937, da machen wir auf alle Fälle noch Bauwesen 2. Ich hoffe, dass die Österreicher keinen Shit machen. Wenn die Österreicher Shit machen, dann habe ich keinen Bock mehr. Jetzt schon keinen Bock mehr. Kann ich so sagen, wie es ist, weil da habe ich schon direkt keinen Bock mehr. Wenn Österreich, das Problem ist, wenn Österreich nicht zusagt, verlieren wir relativ viel Chorbevölkerung. Durch das Verlieren dieser Chorbevölkerung kann ich meinen Plan schon mal in die Tonne treten, dass wir möglichst schnell die Welt erobern. Aber gut, ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste. Da haben wir leider noch einen Bundesstaatsmodus, das heißt, es gibt hier keine geplante Offensive und Österreich hat ganz brav die Beine breit gemacht und Deutschland reingelassen. Egal. Jedenfalls, als nächstes fordern wir erstmal Slowenien eigentlich gerne. Wir können aber auch gerne die Ostgebiete zurückfordern. Ist jetzt erstmal relativ egal. Der Anschluss Österreichs, der ist nicht so schlecht. Den lassen wir mal stehen. Die Truppen schicken wir gerne mal zu euch mit hin. Die trainieren euch. Werd jetzt auch nicht groß hier umändern, die Divisions. Die lassen wir jetzt mal, wie sie sind, kurz. Haben jetzt schon 668.000 Mann im Feld. Ist immer noch nicht so gut. Die Jugoslawien-Frage, die nehmen wir natürlich in die Mangel. Aber die Fabriken, die wir durch Österreich nochmal dazu bekommen haben, die nehme ich natürlich auch gerne an. So, geht dann. Können wir eigentlich auch die normale Infanterie weitermachen? Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Ein Artillerie würde ich auf alle Fälle gleich gerne mit reinschmeißen. Natürlich relativ teuer, aber wir müssen ja irgendwas machen. Brauchen ja die Truppen. So. Übrigens kann man auch Luftfreiwillige entsenden. Da müsst ihr hier oben auf Luftfreiwillige entsenden klicken. Dann könnt ihr eure Flugzeuge von der Heimat oder wo auch immer ihr die habt, dann in das Kriegsgebiet eurer Wahl schicken und dann greifen die hier mit ein. Das ist relativ stark. Das empfehle ich euch, um jeden Preis zu machen. Das ist nochmal ein Gamechanger. Immer davon abgesehen, dass Luftwaffe sowieso völlig overpowered ist, meines Erachtens nach. Also ich finde bis heute, es gibt nichts Stärkeres als Luftwaffe. Ha, Litauen hat nachgegeben, uns das Memeland gegeben, dankeschön. Und das nächste wäre das Sudetenland, was wir jetzt auch noch fordern. Bis jetzt läuft es ganz gut. Bis jetzt haben wir einen ganz guten Stand eigentlich. Polen
Erfreulicherweise wird durch den Krieg relativ lange geschwächt werden, hoffe ich mal. So, hier oben hat man aufgeräumt. Gut. Nur kurz aufpassen, dass mir meine Freunde hier nicht komplett den Arsch brechen. Aber ich denke mal, hier müsste auch Luftunterstützung mit dabei sein. Gut. Natürlich hier immer ein bisschen Wick-Wack. Hick-Hack. Gehen wir durch. Ah, wobei, ne. Das Ding ist, ihr müsst euch immer auf eine kleine Front fokussieren. Im Spanischen Bürgerkrieg, ihr habt ja nicht so viele Truppen. Da empfiehlt es sich dann immer Richtung Hauptstadt Madrid zu marschieren. Einfach weil das natürlich dann auch den Truppen relativ viel bringt. Und weil die Luftüberlegenheit hier zum Beispiel in der Region mit drin ist. Wenn ihr die Position woanders habt, also wenn ihr jetzt sagt, okay, die Faschisten sitzen irgendwo anders jetzt gerade, müsst ihr euch natürlich ein bisschen umorganisieren, aber jetzt hier gerade empfiehlt sich das am meisten. Wir werden jetzt zwar angegriffen, aber haben jetzt hier Verteidigung natürlich mit Flugzeugen dabei. Wobei das, ja, es ist umkämpft. Die haben da unten, nee, das ist eigentlich auch unsere Region. Wir haben hier leider, na, das Limit ist gerade ein bisschen gesunken. Mach doch sowas nicht. Leider ein Gesamtlimit. Das Gesamtlimit wird sich da nicht ändern in dem Sinne. Also wir können da nichts machen. Wir. Selber. Ich habe jetzt Ungarn eingeladen. Wir werden einfach alles nutzen, was wir bekommen können. Wie gesagt, können die später jederzeit wieder entfernen, wenn ich sie nicht mehr haben will. So hart es auch klingt an der Stelle. Aber wir müssen auch ein bisschen auf uns gucken. Wenn die das jetzt ablehnen mit dem Sudetenland, müssten wir Krieg erklären. Frankreich unterstützt die Tschechoslowakei, genauso wie Rumänien. Das würde uns direkt den Krieg mit Rumänien, Frankreich und der Tschechoslowakei führen. Würde ich eigentlich gerne vermeiden, deswegen hoffe ich, dass sie klein beigeben. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuerst. Und das nächste fahren wir noch Slowenien. Die haben abgelehnt. Man kann nicht alles haben im Leben, ne? Manchmal hat man halt auch einfach Pech. Britannien wird sich raushalten, gehe ich mal stark von aus. Ja. Das heißt, wir sparen uns nochmal die Naval Invasion kurz. Schicken die Truppen mit dorthin. An die rumänische Front. Gucken jetzt quasi, dass wir Rumänien, die Tschechoslowakei zu Fall bekommen. Die schicken wir auch mit runter. Was wir jetzt machen können, ist das Kriegs... Ich habe versucht, Frankreich zu rechtfertigen, aber es ist Geschmarre. Wir werden dann versuchen, über Belgien in Frankreich einzubrechen. Warte jetzt nur noch kurz, bis wir Slowenien haben oder nicht haben. Und danach stellen wir noch... Idealerweise würde ich ja den Rommel einstellen, auch wenn wir kaum Panzer haben bis jetzt. Weil ich das noch gerne ändern könnte langfristig. Aber zuerst mal geht reine Infanteriemasse vor. Da hat uns ja Österreich wirklich geholfen mit ihrer Manpower. Haben jetzt aktuell 74 Millionen Korpsbevölkerung. Wie gesagt, das können wir noch brutal erhöhen. Unter anderem werden wir später genug Armeeerfahrung zusammenkratzen können. Das nächste, was wir jetzt hier noch machen... Berufsoffiziere sind ganz nice. Da ein politischer Machtzuwachs ist auch mal eine nette Sache, aber ich denke, in unserem Fall lohnen sich vor allem die beiden. Deswegen bin ich jetzt gerade im Überlegen. Landdruckteam kostet minus 5%, Befehlsmachtzuwachs, Armeeerfahrung plus 5%. Überdings Planungsgeschwindigkeit, Kommandeursfertigkeiten sind billiger. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem die Berufsoffiziere. Gut, Slowenien gehört uns. Immer ein kleiner Vorteil. Kriegen wir da auch Chorgebiete drauf? Nee, nicht. Was wir jetzt als nächstes machen ist... Gut, das machen wir später mit unseren Garnisonen. Zivile Kontrolle lasse ich. Das ist eigentlich das, was mir am meisten gefällt. Als nationalistisch. Und jetzt erklären wir den Krieg. Rufen unsere Verbündeten mit rein. Wir haben komplette Luftunterstützung hier. Werden auch mit maximaler Aggressivität hier vorgehen. Bei den Rumänen weiß ich nicht genau. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, ob wir da durchkommen. Aber wir probieren es trotzdem. Die Franzosen werden jetzt natürlich eingreifen. Rumänien auch. Dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier ausschaut. Wir werden ein paar Verluste erleiden. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Die Sowjetunion ist Frieden geschlossen worden. Rumänien hält sich raus. Interessant. Das ist feige. Ding ist mit der Tschechoslowakei, dass sie halt immer an sich schon auch relativ
stark befestigt sind, sag ich mal. Die haben ja ihre kompletten Verteidigungsanlagen. Deswegen ist ja auch das Gute, wenn du das Sudetenland bekommst, weil du dann eigentlich diese Verteidigungsanlagen der Tschechoslowakei umläufst. Das, was wir jetzt hier quasi mühsam mit unserer Luftunterstützung machen müssen, unserer Luftüberlegenheit, hätten wir uns jetzt hier quasi sparen können, aber nun ja. Ließ sich jetzt hier leider natürlich da nicht vermeiden. So, ich schicken wir gleich dort mit rein. Genau. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt hat aber unsere etwas überforderten Linien ein bisschen verstärken. Jetzt haben wir es aber geschafft, den ersten Verteidigungsring der Tschechoslowakei zu durchdringen. Oder auch nicht, die verstärken sich nochmal. Trotz allem, da sind die ersten Gebiete gefallen. Und das Gute ist, dadurch, dass wir halt Ungarn auch mit drin haben, haben wir erstmal einen relativ großen Angriffspuffer, den wir einfach nutzen können, weil die Front einfach verlängert ist. So, Verluste 36.000, das ist okay bis jetzt. Alles unter 200.000 gegen die Tschechoslowakei ist in Ordnung, sofern der Krieg relativ schnell beendet wird. Haben noch ein bisschen zu wenig Divisionen. Da machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Stärken das Ganze mal ganz leicht. Werden aber keine weiteren Divisionen rekrutieren. So, und diese zusätzlichen Divisionen sollten jetzt endgültig reichen, die Tschechoslowakei hier in kürzester Zeit zu Fall zu bringen. Wir kommen sogar unter 100.000 Verlusten raus. Perfekt. Müssen wir uns jetzt nur noch um die Baguettes kümmern gleich. Die Baguettes an sich auch nicht das allergrößte Problem. Wir müssen halt nur an Brüssel vorbei. Weil hier braucht man nicht vorstoßen. Das Problem kennt ihr alle. Die Maginot-Linie ist natürlich ein Todesurteil. Prag ist gefallen. Und die Tschechoslowakei im Separat. Das ist relativ interessant tatsächlich. Das ist jetzt sehr interessant eigentlich. Dass sie wirklich im Separatfrieden hier zustimmen, hätte ich so nicht erwartet, aber gut. Ich nehme das natürlich gerne an. Rumänien hält sich raus, also feige sind in dem Fall. Was wir machen ist, unsere Flugzeuge in andere Gefilde schicken. Die Frage, wie kommen wir am besten dahin? Naja, nicht ganz so. Generell nicht ganz so. Vielleicht nochmal einen Flughafen hier hinzimmern mit ganz nebenbei. So, gut. Tschechoslowakei, wie gesagt, es wäre natürlich entspannter gewesen, hätten die sich direkt ergeben. Aber so viel Glück hatte man nicht. Heute. Dann bereiten wir trotzdem schon mal ein Angriff hier vor. Könnte, einzig was man mal probieren kann, dass man halt wirklich versucht, von mehreren Seiten diese Provinz zu erobern. Wir haben ja auch Bomber, rein theoretisch. Da haben wir auch Bomber. Also die deutsche Kriegswirtschaft mit rein. Mal kurz gucken, die Bomber können wir auch weiter hinten platzieren. Na gut, so viele sind es nicht. Strategische Bombardierung wäre das hier in dem Fall. Aber das wird nicht reichen. Viel Schaden, also wirklich sehr viel Schaden in der Schlacht, aber es wird nicht reichen. Das ist nicht genug. 10.000 zu 3.700 Mann. Verluste leider bei uns auch natürlich relativ hoch in der Situation. Die USA sind Alliierten beigetreten, was relativ interessant ist, weil Frankreich denen noch nicht beigetreten ist. Die Frage, was wird passieren, wenn wir Belgien angreifen? Wem wird Belgien helfen? Oder wer wird Belgien helfen? Der Krieg ist auch gleich fertig, da fehlt eigentlich auch nicht so viel. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Kriegswirtschaft natürlich. Dass wir noch schneller bauen können. Übrigens, ich weiß jetzt schon, dass wieder Leute schreiben werden. Ja, aber Krabbe, du klickst so schnell. Da sehe ich doch gar nichts. Da macht die Augen auf. Nein, also no joke. Ist ja kein Tutorial hier. Ne? Ist ja kein Tutorial. Müsst ihr euch ein bisschen entspannen. Was wir jetzt hier machen werden, ist natürlich uns dann hier oben hin fokussieren jetzt. Geht es natürlich dann darum, dass wir hier über Belgien einbrechen in Frankreich. So, kurz euch noch dort mit hin. Und euch auch dort mit hin. So. Das Ganze ist gleich fertig. Dann schauen wir mal, ob die Alliierten sich weiterhin raushalten oder nicht.
Bulgarien will Ansprüche auf den Balkan durchsetzen. Eine Delegation aus Bulgarien hat unsere Regierung um deutsche Unterstützung für ihre Forderungen auf dem Balkan gebeten. Meinetwegen. Mir nicht wurscht. Ganz ehrlich. Mir egal. So. Schauen wir mal. Belgien den Alliierten beitritt oder nicht. Ansonsten ist es eine sehr kurze Geschichte. Und das Gute ist, dass wir dann auch gleich vollautomatisch in Frankreich einfallen können. Die Maginot-Linie damit komplett. Okay. So in etwa. So. Alle Regionen erobern. Jetzt lassen wir nochmal ganz kurz gucken. Was ist mit den Kolonien, die Belgien hat? Die erobern wir auch mit. Okay. Gut, und damit ist jetzt folgendes Phänomen oder folgendes Szenario, was wir schon kennen. Deutschland fällt jetzt von Norden aus in Frankreich ein. Also damals war es über die Ardennen. In unserem Fall kommen wir über Belgien selber und die Franzosen können jetzt natürlich panisch gerne versuchen, das Ganze nochmal zu retten. Die haben aber, es ist ja so, wir haben eine Kollaborationsregierung schon gemacht. Die habt ihr es nur einmal geschafft. Frankreich hat generell, je nachdem welchen Fokus sie gehen und wie lange sie brauchen, ein relativ hohes Kapitulationslevel. Das heißt, sie surrendern sehr schnell. Wir sehen hier die Surrender, wenn sie weniger als 79% der Siegpunkte haben. Das Maximum sind 80%. Also 80% ist das Maximum, wo quasi sie surrendern würden. Höher geht nicht. Also es ist nicht möglich, dass man sagt, okay, wenn sie weniger als 100% der Siegpunkte halten, surrendern sie. Das geht nicht. Aber 80% an sich ist schon praktisch. Wir brauchen jetzt eigentlich nur Paris. Und dadurch, dass wir jetzt hier quasi die Maginot-Linie einmal komplett umlaufen haben, sollten wir hier eigentlich problemlos dann Paris erobern können. Mit dem Fall von Paris endet auch Frankreich. Und mit dem Ende von Frankreich endet dann auch gleich diese wunderschöne Folge. Wir werden Frankreich komplett integrieren. Sind hier fertig. Haben einen großen, wichtigen Schritt getan. Nächste Folge geht's weiter. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Tschüss.